In Rotterdam wird 1965 mit einer Münze entschieden, wer das Halbfinale im Fußball-Europapokal der Landesmeister erreicht. Zunächst keiner, denn die Münze bleibt senkrecht im Boden stecken. Der 1. FC Köln und der FC Liverpool hatten in diesem Augenblick 3 Spiele und eine Verlängerung hinter sich. Erst der 2. Münzwurf macht einen zum Verlierer, den 1. FC Köln.